Oh, ein perfektes Siebetal. Perfektion ist etwas, das ich nicht anstrebe. Das ist nicht realistisch für mich. Ich bin Realist und sage, dass wir ein schönes Siebetal haben. Und mein Wunsch ist, ein schönes Siebetal zu erhalten. Das ist mein wirklicher Wunsch. Deswegen bin ich angetreten. Ich habe drei kleine Kinder. Ich habe hier was zu übergeben und wir haben auch was zu verlieren. Und ich komme sofort, wenn Sie das möchten, auf die Klimafrage, die hier jetzt allen Ortes angeschlagen wird und wo ich sage, das ist gut, dass sich jetzt alle damit beschäftigen. Aber wir müssen uns nicht nur gedanklich damit beschäftigen, sondern müssen das jetzt angreifen und das machen, damit wir dieses Siebetal auch tatsächlich erhalten. Mein perfektes Seevetal ist erstens klimaneutral, und zwar vollständig. Also nicht nur die Verwaltung, sondern auch wir erzeugen unseren eigenen nachhaltigen Strom. Und das, was nicht nachhaltig geht, können wir über Wälder und über Felder abspeichern, den CO2. Weil für unsere Generation, für unsere Kinder und Enkelkinder ist es einfach wichtig, dass wir eine lebenswerte Welt haben. Landschaftlich möchte ich den dörflichen Charakter erhalten. Es soll keine Schlafstadt in Hamburg werden. Wir sollen gerne einfache Dörfer, denn sie sind eine Gemeinde und eben keine Stadt. Und Gott, aber das ist Utopie. Am liebsten wäre es natürlich, wenn alle nur Fahrrad fahren würden. Aber das werden wir nicht hinkriegen. Aber weniger Verkehr, mehr Sicherheit würde ich sehr, sehr begrüßen. Das perfekte Seevetal. Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Bereiche, die mir da sofort in den Sinn kommen. Das erste ist, dass wir natürlich das grüne Natur, das Wasser, die hohe Lebensqualität hier in Seevetal unbedingt erhalten müssen. Es gibt so viele schöne grüne Stellen hier in Seevetal, die sind ganz, ganz besonders und da kann man wirklich die Freizeit wunderbar genießen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir brauchen Wohnraum für alle Menschen hier in Seevetal, egal ob es ältere Menschen sind, ob es junge Menschen sind, Azubis, Studenten, Studierende, ob es denn Seniorinnen oder Senioren sind. Also ich glaube, für alle Altersklassen und Berufsgruppen brauchen wir Wohnraum. Da werden wir uns ganz, ganz kräftig anstrengen müssen, um das zu realisieren. Wir haben es selber erlebt, wir haben für unsere sechsköpfige Familie hier keinen Wohnraum finden müssen. Daher weiß ich sehr genau, wie angespannt die Situation hier ist. Das stelle ich mir vor, das müssen wir dringend ändern. Im Bereich der Bildung müssen wir, glaube ich, auch nochmal nachlegen. Ich finde, wir sollten da nochmal ganz kräftig in Betreuungsmöglichkeiten, gerade im frühkindlichen Bereich, investieren. Das sind so drei von ganz vielen Punkten, die ich mir für Seevetal erstmal vorstelle. Mein perfektes Seevetal hält sich den ländlichen Charakter und den Charme, erhält sich die Individualität aller Dörfer für sich und bietet uns allen Bürgern ein attraktives Lebensumfeld. Mein perfektes Seevetal hat deutlich weniger Verkehrsprobleme, als es im Moment der Fall ist. Mein perfektes Seevetal ist digitaler, dass nicht so viele weiße Flecken da sind. Und mein perfektes Seevetal von der Gemeindeseite aus betrachtet kommuniziert mit den Bürgern. Ein perfektes Seevetal. Oh, das ist schwierig zu beantworten, weil ich glaube, Perfektion gibt es im realen Leben praktisch gar nicht. Ich kann mir ein schönes und ein lebenswertes Seevetal vorstellen. Und das ist auch der Grund, warum ich antrete. Weil ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir da ganz gehörig aufpassen müssen, dass Seevetal lebenswert bleibt und wir nicht zu einer gesichtslosen Vorstadt verkommen. Denn wenn unsere Ortskerne austauschbar werden, beliebig werden, dann haben wir ein großes Problem. Dann ist die Wohnqualität hier dann auch nicht mehr gewährleistet. Und da werden viele sagen, warum soll ich überhaupt noch in Seevetal wohnen? Und das, denke ich, sollten wir verhindern, gerade wir Seevetaler, die aus Seevetal kommen, denen das wirklich am Herzen liegt, diese Ortschaft und die Gemeinde. Das ist das Wichtigste, dass wir dann auch sagen, wir haben ganz unterschiedliche Orte und diesen Unterschied, dieser Unterschiedlichkeit, der müssen wir auch Rechnung tragen. Ich werde die Kommunikation der Gemeinde verändern. Das, was im Moment die Webseite darstellt, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, finde ich eine Frechheit. Das geht heutzutage alles viel besser. Da, wenn man eine Information sucht, findet man keine. Was ich haben möchte und was ich umsetzen werde, ist als erstes ein Blog, damit alle Informationen verfügbar sind, damit jeder sofort weiß, was Sache ist und die Informationen von der Gemeinde auch öffentlich zugänglich sind. Meine erste große Amtshandlung, die der Seevetaler sehen wird, wird wahrscheinlich sein, dass sämtliche Dächer der Verwaltung mit Solaranlagen ausgestattet werden, um eben das Ziel der Klimaneutralität zumindest wenigstens als Verwaltung als erstes und dann als gesamte Gemeinde entgegenzukommen. Das ist der Solarentscheid. Ich möchte einen Solarentscheid für Seevetal auf den Weg bringen. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden werden, dass wir hier in Seevetal auf alle Gemeinde
Dächer, auf alle Gemeindegebäude, bei allen Gemeindefirmen und die wir haben, Solarpanels auf die Dächer bringen werden, dass in allen Neubaugebieten Solaranlagen aufgebracht werden und es nicht freiwillig sein wird. Wir können nicht duschen, ohne nass zu werden. Das geht nicht. Dauerhaft werden wir das nicht schaffen und dieser Solarentscheid ist eine Sache, die können wir alle auf den Weg bringen. Wir brauchen Konsens, wir müssen alle Seevetaler damit auf die hinter uns bringen und das werden wir tun, das ist mein erster Schritt. Da habe ich mehrere in petto. Das erste, was Sie sehen werden, ist, dass auf den Spielplätzen Heister gepflanzt werden. Da werden Sie jetzt drüber lachen. Aber ich bin der Überzeugung, dass unsere Kinder natürliche Lebensgrundlagen kennenlernen müssen. Und wir wissen auch, dass das sehr wichtig ist für die Entwicklung unserer Kinder. Heister, das sind ja Büsche, große, in denen man auch klettern kann, in denen man natürlich klettern kann. Das wird, glaube ich, mit das Erste sein, weil die pflanzt man im Herbst und Herbst und Winter. Und das wird das allererste sein, was zu sehen sein wird. Das ist nicht unbedingt die erste Amtshandlung, aber das wird das Erste sein, was man sehen wird. Er wird sehen, dass die Spielplätze im Seevetal sich massiv verändern, denn wie wir festgestellt haben, gibt es da extrem Nachholbedarf. Die zweite wird eine App sein, in der sich alle Bürger mit den Seevetaler Dienstleistungen auseinandersetzen können, beziehungsweise sie dort die Dienstleistungen zu sich gebracht bekommen. Die allererste Amtshandlung ist, mich am allerersten Arbeitstag mit meinen Mitarbeitenden zu treffen, um mich vorzustellen. Das ist das Wichtigste für mich überhaupt. Das sehen natürlich die Seevetalerinnen und Seevetaler an dem Tag noch nicht. Das nächste wird sein, dass ich ganz zügig eine Zukunftskonferenz auf den Weg bringen werde. Ich möchte gerne mich mit den Seevetalerinnen und Seevetalern unterhalten und möchte mit ihnen gemeinsam überlegen, wo wir denn in 5 bis 10 Jahren als Gemeinde Seevetal stehen wollen. Ich möchte herausfinden, wie die Menschen sich die Entwicklung von Seevetal vorstellen. Und daraus soll dann so eine Art Masterplan entstehen, an dem wir uns dann langhangeln in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich. Und das werden die Seevetalerinnen und Seevetaler sehr schnell merken, dass ich immer wieder vor Ort in den Ortsteilen unterwegs bin, das Gespräch mit den Menschen suche und versuche herauszufinden, was sie bewegt, was ihre Interessen sind. Denn es nützt mir alles nichts, für mich Politik zu machen, sondern ich bin jemand, der für die Menschen Politik machen möchte, der die Lebensumstände der Menschen ein Stück weit verbessern möchte. Und deshalb muss ich einfach wissen und möchte ich gerne wissen, was die Menschen hier bewegt. Noch eine ganze Menge. Ich hoffe, das bleibt auch so. Es gibt einmal Kulturlandschaft zu erhalten und zu schützen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der ganz oft vernachlässigt wird, weil für uns ist unsere Umgebung eigentlich immer selbstverständlich. Nur Kulturlandschaft wird nach wie vor sehr viel zerstört und wir müssen da eine Menge tun. Wir haben auch anderes Kulturgut, sage ich mal, was es zu erhalten geht. Das ist eine Bausubstanz jenseits der Denkmäler. Und wir haben vor allen Dingen Gemeinschaften zu erhalten, nämlich Dorfgemeinschaften, dass die nicht auseinanderfliegen, dass die Menschen einen Angelpunkt haben, dass die Menschen zusammenstehen und dass die Menschen auch zusammen etwas bewegen können. Wir müssen unbedingt und dringend in Seevetal unsere Lebensqualität erhalten. Dazu zählt zum einen die Förderung, der Erhalt und der Schutz unserer Kultur, unserer Vereine, unseres gemeinschaftlichen Lebens, unserer Dorffeste, all das, was unser Leben hier lebenswert macht. Dazu gehört natürlich auch die Nacherholung, unsere Wälder und so weiter. Das war jetzt mal eine gute Frage. Was zu erhalten ist auf jeden Fall, ist das gute Miteinander der Menschen. Das ist auch etwas, was schützenswert ist, weil wir einfach mehr Dörflichkeit brauchen im Miteinander. Wir dürfen nicht dazu kommen, dass Seevetal gegeneinander agiert. Das ist das, was ich auf jeden Fall erhalten möchte. Wie ich gerade schon mal sagte, also das viele Grün, die Natur, die gilt es unbedingt zu erhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Lebensräume für die Tierwelt, für die Insekten, für die Umwelt insgesamt erhalten. Wir müssen die Lebensräume aber auch für die Menschen erhalten. Sie müssen hier auch Wohlfühloasen finden. Das halte ich für ganz wichtig, denn Seevetal ist ja schon sehr, sehr stark durch Verkehr und Verkehrslärm belastet. Umso wichtiger, dass wir den Menschen immer wieder Punkte bieten, wo sie sich zurückziehen können, wo sie sich erholen können. Und das gilt es zwingend zu erhalten in Seevetal. Das ist wirklich einfach. Zu schützen gilt es das Seevetal. Wir sind Seevetaler und wir haben hier keinen Landschaftsplan. Der ist nicht existent. Das heißt, jedes Mal treten hier Menschen an, machen Regierung und machen Gewerbe und verkaufen unser Land. Es gibt keinen zusammenhängenden Plan, wie Seevetal langfristig aussehen soll.
Das möchte ich aber gerne, dass wir das uns vor Augen halten, dass wir da einen Plan von erstellen und dass wir diesen Plan dann auch tatsächlich umsetzen. Dafür brauchen wir wieder Konsens. Ich werde ja Bürgermeister. Und dieser Bürgermeister hat natürlich die Aufgabe, die verschiedenen Lager auch zusammenzubringen. Natürlich brauchen wir hier Gewerbe, das müssen wir auch haben, aber dann, das räumt hoffentlich noch, müssen wir mal gucken, was für Gewerbe wir hier ansiedeln. Aber erhalten möchte ich zunächst mal die schöne Landschaft, die wir hier haben. Also schützenswert ist auf jeden Fall im Moment unsere ländliche Struktur mit ihren Dörfern, die eben auch erhalten werden muss. Wir können uns nicht leisten, sämtliche weiteren Flächen mit Neubaugebieten zuzubauen. Abgesehen davon, Flächenversiedlung, wir haben es gerade gesehen, was in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen passiert ist, auch ein Grund, weil eben einfach zu viele Flächen versiegelt worden sind. Daher für den Erhalt der dörflichen Charaktere und gegen Zersiedlung. Mindestens beim Rathaus, weil da würde ich dann ja parken jeden Tag, also da würde ich das schon parken. Aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Klar ist, dass im Bereich der E-Mobilität, im Bereich der Ladesäuleninfrastruktur noch eine ganze Menge zu tun ist. Ich komme ja aus einer Region, in der E-Mobilität extrem forciert wird, weil VW in Emden auf E-Mobilität umstellt. Deswegen habe ich mich viele Jahre schon mit dem Thema Ladesäuleninfrastruktur beschäftigt, weiß also, wie das funktioniert, weiß, wie ich mit den Partnern EWE und so weiter zusammen auch Ladesäuleninfrastruktur realisieren kann. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das in den nächsten Jahren in Seevetal dringend voranbringen müssen. Ich glaube nämlich, der positive Effekt von vielen E-Fahrzeugen wird in Seevetal sein, dass wir auch Verkehrslärm reduzieren. Deswegen habe ich da ein großes Interesse dran. Auch wenn E-Mobilität, E-Batterie natürlich auch kritisch gesehen wird. Deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, im Hinterkopf zu haben und zu beobachten, wie entwickelt sich das Thema Wasserstoffmobilität. Ich halte das für ganz wichtig, das gleich mit im Auge zu behalten. Wenn ich mir ein E-Auto zulegen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch eine Wallbox zulegen, um es zu Hause tanken zu können. Ansonsten habe ich den Vorteil, dass bei Lidl eine ist. Aber vom Großen und Ganzen sind noch zu wenig Ladestationen verfügbar. Aber die Frage ist mir zu eingleisig, weil das heißt, dass man nur auf E-Mobilität setzt. Und ich finde, ich würde meinen Verbrenner gerne behalten und dafür synthetischen Kraftstoff benutzen. Also da es hier noch keine Tankstellen gibt, wäre es natürlich bei mir zu Hause. Und da ich vor 6 Jahren gebaut habe, habe ich auch einen Starkstromanschluss im Carport mir legen lassen. In weiser Voraussicht, wir werden demnächst wohl auf E-Autos umsteigen müssen. Aber im Moment gibt es wenig, also ganz klar, der Ausbau der E-Ladesäulen muss vorangetrieben werden, damit wir das auch im öffentlichen Raum tun können. Ganz einfach, an unserer Wallbox zu Hause. Wir werden jetzt im August, wird eine 29,95 kW Anlage bei uns auf einem Scheunendach installiert. Und da werden wir natürlich unsere Speicher und unsere Wallbox natürlich auch haben. Insofern werde ich das vor Ort machen. Ab dann steht bei uns auch ein E-Auto auf dem Hof. Aber wir brauchen eine intelligente Ladestruktur für Seevetal. Das heißt, wir müssen auch an den Bahnhöfen zum Beispiel oder wo man etwas länger verweilt, nicht, dass ein Auto 8 Stunden dran hängt, sondern dass es genau, es gibt diese Modelle, dass genau dann geladen wird. Man fährt hin und gibt an, wie lange man dort steht und das Auto wird dann geladen, wenn Kapazität da ist. Das ist wichtig. Es macht hier keinen Sinn, bei jedem Discounter oder bei jedem noch eine E-Säule hinzustellen. Das sind Alibi-Säulen, sage ich mal. Wir brauchen eine intelligente Ladestruktur und wir müssen auch den Leuten sagen, zu Hause die Wallbox, denn das kann fast jeder, die auch gefördert wird. Das ist eigentlich mit das Ziel. Aktuell gibt es eine Kooperation mit der EWE, die Schnellladepunkte an der Anschlussstelle Maschen und an der Anschlussstelle Hittfeld umsetzen wird in Kürze, als auch normale Ladepunkte bei Mattis. Das Ganze gilt es noch weiter auszubauen und natürlich auch auf andere Energieträger zu setzen. Zum Beispiel das Thema Wasserstoff und das Thema synthetische Kraftstoffe. Denn auch damit kann man klimaneutral unterwegs sein und somit den Klimaschutz unterstützen. Mein Auto ist ein E-Mobil. Ich habe ein Auto geleast vor 4 Monaten. Ich habe mir eine Photovoltaikanlage geliehen bei den Stadtwerken Winsen, das kann man machen, und habe damit dann eine Wallbox angeschafft, da gibt es Förderprogramme für, die kostet 1000 Euro und man kriegt 900 Euro gefördert, ich habe 100 Euro dafür bezahlt, ich kann das zu Hause machen. Und es wird bezahlt, mitgetragen, gefördert von verschiedensten Institutionen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ich war gestern zum Wahlkampfstand in Bullenhausen zwischen Meckefeld und
OVA ist ein Autohändler, der jetzt gerade auf eigene Kosten eine Schnellladesäule dort installiert. Ich habe schon zweimal bei ihm, war ich schon. Und es ist leider schade, dass wir hier keine Ladeinfrastruktur haben, dass wir hier leider im Gemeinderat nur Sachen planen, anstatt sie wirklich umzusetzen. Wir haben jetzt einen Antrag gestellt, dass wir Pilotprojekte machen in Meckelfeld, in Hittfeld. Das sind gute Sachen, aber tatsächlich ist dann die freie Wirtschaft schneller und macht was. An einem freien Tag werde ich mich unter Garantie sportlich betätigen und in unserem Seewetal, im Sunder und mit dem Fahrrad wahrscheinlich durch die Gegend fahren. Oh, an einem freien Tag und ich auch nicht in den Garten muss und nicht auf den Fußballplatz muss, also alle sozusagen diese Verpflichtungen gemäß Hobby oder Freizeit, lese ich, setze mich hin und überlege mir, wie ich meine Familie mit einem besonderen Gericht bekochen kann. An einem freien Tag stehe ich relativ früh auf, gehe laufen, lasse meine Kinder und meine Frau noch schlafen, das mache ich nämlich sonntags immer so. Gehe relativ lange laufen, weil das meine Leidenschaft ist. Und dann gehe ich mit meiner Familie frühstücken. Und dann hat die Familie Priorität. Ich bin begeisterter Vater, wirklich sehr begeisterter. Und es ist wunderbar, mich dann nach den Wünschen der anderen zu richten. Ich bin oft genug nicht da. Ich arbeite viel, leider, zum Teil zu viel. Meine liebe Frau ermöglicht uns allen eine großartige Familiensituation. Und ja, da bin ich sehr dankbar für. Ich habe keine freien Tage. Ich habe wirklich keine freien Tage. Weil wir haben ja zu Hause, oder wir haben ja einen biozertifizierten Betrieb, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Wir haben eben auch noch einen großen Garten oder Park. Und wir haben auch, und da ist immer irgendwas zu tun. Also, dass ich jetzt einen Tag sage, ich habe überhaupt nichts zu tun, ich faulenze, das passiert nicht. Da bin ich auch nicht der Typ für. Also, selbst wenn wir mal in Urlaub fahren sollten, dann ist es immer so, dass man sagt, oh, da können wir noch hinfahren, weil das ist super interessant. Ich nehme da was mit für ein Projekt, was man in der Gestaltung hat und was man in der Umsetzung hat. Also ein wirklich freier Tag, weiß ich nicht. Ich bin nicht der Typ dafür, dass ich mich auf die faule Haut lege und sage, so, jetzt mache ich gar nichts. Sondern das hat alles immer mit Sachen zu tun, die man im Kopf hat, die man entwickeln will und die man auch, Sie können sagen, mit Projekten im Grunde genommen. Den freien Tag verbringe ich am liebsten mit der Familie. Also ich bin Familienmensch und meine Familie muss natürlich, das kennt sie seit vielen Jahren, oft auf mich verzichten. So ein Bürgermeisteramt heißt 60 bis 70 Stunden Arbeitszeit die Woche. Das mache ich sehr gerne. Aber im Umkehrschluss ist es dann so, wenn ich dann mal einen freien Tag habe, verbringe ich den sehr gerne mit der Familie, unternehmen was, fahren mit dem Fahrrad oder suchen hier jetzt die neue Region und versuchen die Dinge zu entdecken, die es hier so an tollen Dingen gibt. Und ja, das ist so das, was mich dann wieder, ja, auch so ein bisschen resettet, wo ich so ein bisschen wieder auf den Boden komme, wo ich ein bisschen ausspannen kann. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Kochen und mich im Wintergarten setzen und mich entspannen. Erstens bringe ich die Kompetenz mit. Zweitens, also durch jahrelange Erfahrung in der Politik schon. Ich habe im Landesvorstand der FDP in Niedersachsen war ich tätig, war Kreisvorsitzender, habe also auf der großen Politikebene schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und was ich mitbringe, was man eben auch gemerkt hat, ich habe viel Humor. Ich nehme das Ganze immer mit Humor. Erst wenn der Humor vorbei ist, dann wird es ernst, dann haben wir wirklich Probleme. Und ich glaube, dass ich mit sehr viel Fantasie und Kreativität in das Amt des Bürgermeisters reingehen kann und das einfach toll wird. Weil ich für Seewetal brenne, weil ich aus Seewetal komme und weil meine Kinder auch in Seewetal bleiben werden. Und ich insofern, die werden in 20 Jahren noch meine Entscheidungen wenn um die Ohren gehauen kriegen. Und ich glaube, dann fällt man andere Entscheidungen. Und ich bin unabhängig. Wer mich kennt, weiß, dass ich unabhängig bin, auch jenseits jeder Parteilinie, sondern wirklich für die Bürger entscheide. Und dass ich ein Freund der flachen Hierarchien bin. Insofern glaube ich, dass ich in die Verwaltung passe. Aber eben auch mich nicht scheue, Entscheidungen zu treffen. Die Seewetaler können sich darauf verlassen, dass sie einen Bürgermeister haben werden, der immer ein Ohr für sie hat, der hinhört, der mit ihnen spricht, der den Kontakt sucht, der bei ihnen vor Ort in den Ortsteilen ist.
Und Sie haben jemanden, der über viele, viele Jahre Verwaltungserfahrung erfüllt, also insgesamt fast 30 Jahre, der gerade im Besonderen auch die Finanzbereiche, Personalbereiche und so weiter über viele Jahre kennengelernt hat und dort viel Erfahrung sammeln durfte und in meiner Zeit als Bürgermeister natürlich extrem viel Erfahrung auch im Planungsrecht, Umweltrecht, all diesen Themen sammeln durfte. Das heißt, Sie finden oder ich bin jemand, der all die Grundlagen mitbringt, die er benötigt, um dieses Amt auszufüllen. Und wie gesagt, ich bin unheimlich gerne draußen bei den Menschen, bei den Vereinen, die Ehrenamtlichen unterstützen. All diese Dinge gehören für mich dazu. Und die Seevetalerinnen und Seevetaler werden also jemanden erleben, wenn sie mich zum Bürgermeister wählen, der ständig bei Ihnen draußen vor Ort ist und mit Ihnen den Kontakt sucht. Weil es mich jetzt wirklich braucht. Es braucht mich als Aufpasser, als jemanden, der wirklich es verhindert, dass immer wieder Sachen aufgeschoben werden, dass immer wieder verhindert wird, dass wir diesen Landschaftsplan entwickeln, dass wir eine Ladestruktur entwickeln, dass wir einen Solarentscheid hier haben. Ich möchte ein Jugendparlament haben. Ich möchte gerne, dass die Jugendlichen beteiligt werden. Das ist wichtig. Ja, wir müssen, wenn wir die Jugend nicht beteiligen, dann werden die uns wegrutschen. Die rutschen einfach so ab ins Internet. Das sind Dinge, die müssen wir jetzt machen. Es geht nicht um Katastrophenschutz. Gucken Sie sich die Nachrichten an. Ne? Da kann man machen. Es geht darum, es weiterzuentwickeln. Was machen wir denn, wenn die Pegel steigen? Was tun wir denn dann? Wir können doch jetzt nicht einfach uns immer noch weiter fragen, ob es sie steigen, sondern wir müssen uns sagen, was machen wir, wenn sie gestiegen sind. Das soll keine Katastrophisierung sein, definitiv nicht. Aber das ist wichtig. Und die Grünen machen das schon länger. Die machen sich schon länger Gedanken darüber, wie es dann weitergeht mit diesen Ressourcen, die wir haben. Dass das endlich ist. Ich habe vorhin gesagt, duschen ohne nass zu werden, das wird es nicht mehr geben. Ja, wir werden hier die Konsequenzen des Klimawandels haben. Und ich möchte bei jeder Entscheidung, die im Rat gefällt wird, bei der Umsetzung das Gewissen, das grüne Gewissen, das Umweltgewissen, das Gewissen auch der nächsten Generation sein. Gute Frage. Warum soll er mich wählen? Weil ich erstens unparteiisch bin, ich habe keine Präferenzen zu irgendwelchen Parteien, also kann man davon ausgehen, dass die Parteibeschlüsse, die im Gemeinderat getroffen werden, auch unparteiisch von der Verwaltung durchgesetzt werden. Ich habe Führungserfahrung als Unternehmer mit mehreren Angestellten und eigener Firma. Ich bin in der Lage, pragmatische, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und es dauert nicht 17 Jahre, bis eine Dekaturbrücke irgendwann mal erneuert wird, sondern das muss ratzap entschieden werden, gemacht werden und fertig. Das sind meine Vorteile. Ich bin leidenschaftlicher Seevetaler. Hier um die Ecke in der Schützenstraße groß geworden und in Seevetal aufgewachsen. Ich liebe das Vereinsleben hier. Ich lebe die Struktur im Dorf. Ich lebe das Miteinander. Von der Kompetenz her bringe ich 15 Jahre Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung mit. Habe da als Teamleiter bei der Hochbahn aktiv die ganzen Prozesse gesteuert und digitalisiert und bin vor 4 Jahren in die freie Wirtschaft gewechselt. Bringe somit das Wirtschafts-Know-how mit, das Prozess-Know-how und das Treiben, die Digitalisierung in Seevetal für die Bürger auch da voranzubringen. Ziel muss es sein, die Dienstleistung beim Bürger viel, viel besser zu platzieren, als jetzt der Fall ist.